Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch zurück zu Red Dead Redemption Folge 50. Wer hätte gedacht, dass doch so viele Videos werden und wir müssen die Farm beschützen vor Soldaten. What's wrong? What's happened? Stay inside, you hear? Like I said, there'll be more coming. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Paul, what do they want? I don't know, son. Whatever it is, it ends here. Oh, look how many there are. Ja. They're gonna kill us, aren't they? No, I ain't gonna let that happen. Christ, that was close! We'll take y'all on. Okay. Weiter geht es. Die nächste Welle hier. Oh, der Onkel wurde getroffen. Geh in Deckung, Junge. Verdammte Scheiße. Lasst mich und meine Familie in Frieden leben, ihr blöden Säcke. Aber die kommen auch von der anderen Seite jetzt. Schnell mal hier die wegschießen. Wow, 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 wow. Blöde Schweine hier. Schwer bewaffnet sind sie. Ich krieg ja gar nicht genug Deckung von beiden Seiten, ey. Na los, kommt. Einer weniger. Der Reiter hier muss mal weg. Hinten auf den Sack. Okay, rechte Seite noch. Der Onkel lebt noch. Hoffentlich hält er noch durch. Sehr schön. Ja. Ain't time, John. Ain't gonna make it off this porch anyhow. You take Jack and Abby. Take them and don't worry about me. Just get them out of here. No! Nein. Uncle, please. Er hat's nicht geschafft. Oh my God! They killed him. Come on, son. Ain't nothing we can do for him now. Verdammte Verbrecher. I'll watch from the silo. You two go to the barn. Get the horses ready. John. I'll meet you there. Uh-oh. Lauft, bringt euch in Sicherheit. Reitet weg. Der gute Onkel. Wie kommen wir da oben? Ah, die kommen hier so angeflitzt. Ja, alter Schwede. Ich muss da in Deckung gehen, da vorne irgendwo. Die kommen den Hügel runter in rasanter Geschwindigkeit. Versteck dich hier hinter. Okay, es sind nur unbemannte Pferde, die an mir vorbeigeritten sind. Weg mit dir! Oh, noch einer, kommt schon. Ah, nachladen, nachladen. Ich hab ihn. Stay down. Nobody moves till I say so. Kommt da noch mehr von oben? Beschützt Abigail und Jack. Oh mein Gott.
Einer noch. Oh, die kommen wieder von zwei verschiedenen Seiten. Alright, you're covered. Now go, go. Just stay alert. Oh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Abigail ist gestorben? Wieso geht die nicht in Deckung? Warum geht sie nicht in Deckung? Ach du Scheiße. Gib deine Familie zu Fuß oder vom Silo aus Feuerschutz. Come on, let's head for the barn. Now, quick, run for it. Alright, you're covered. Now go, go. Hoffentlich bleiben die unten. Wieder von der Seite. Das sind drei, 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 drei. Ah, nicht so schnell. Er will absteigen. Er steht wieder auf. Nein, 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 nein. Dankeschön. Hat einer mitgeschossen. Oh, noch wieder so viele. Unglaublich hier. Und den auf dem Pferd noch. Einer noch. Der hat überlebt immer noch. Okay. Okay. Zur Scheune. In die Hintertür rein. Hey. Come on. Now listen. Jack, Gnarlin, get on this horse. Get out of here. Go find a place to hide. You're coming with us, Paul. I'll catch up. You keep riding and don't look back. And don't be worrying about me, you hear? Now get going. You stay out of trouble, John. Ain't no trouble, Abigail. Ain't no trouble. I love you. I love you. Now go! Get! Die Familie ist in Sicherheit. Aber die Scheune ist umstellt. Es ist die Regierung. Oh mein Gott. Okay. Wir schnappen uns so viele Leute, wie wir können. Es war das FBI. Did you hear that? Jack, we have to go back for Pa. Let's go! Kehre zur Farm zurück. Wir steuern jetzt Jack Marston. Ist das das Ende von John? Das FBI wollte auch den letzten Überlebenden von
Dutch-Bande ausschalten und John Marston gehört nun mal dazu. Welch ein tragisches Ende. Einfach so über den Haufen geballert zu werden, ohne dass nochmal der FBI-Typ nochmal was sagt. Er macht sich einfach eine Zigarre an und geht einfach eiskalt weg. Da war die Familie gerade erst wieder vereint. Da war die Familie gerade erst wieder vereint und musste schon wieder so auseinandergerissen werden. John Marston. Und jetzt gab es hier einen kleinen Zeitsprung. John begraben neben seiner Frau Abigail, die einige Jahre später hier gestorben ist, im Jahr 1873 und 1877. Obwohl das hier schon 1911 war eigentlich. Okay, wir sind jetzt Jack Marston. Er hat den Hut seines Vaters auf. Tragisches Ende von John. Und der Onkel, der wurde hier auch noch begraben. Und wenn ihr euch erinnert an diese Quest Ich kenne dich, wo man den Herrn mit dem Zylinder getroffen hat, dann stand er genau da, wo John Marstons Grab jetzt ist. Und da ist seine Farm. Okay. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Eine letzte Aufgabe gilt es noch zu erfüllen. Aber wo? Im Moment ist noch nichts wieder zu sehen. Reiten wir einfach mal los. In die Stadt, würde ich mal sagen. Jack Marston. Alt geworden. Er ist erwachsen geworden. Aber was ist er für ein Mann geworden? Das ist jetzt die Frage. Ist er wie sein Vater? Was hat er noch vor? Das ist natürlich auch die Frage. Wir haben auf der Map im Moment gar nichts markiert. Aber es gibt noch eine Aufgabe, die wir erledigen müssen hier in Red Dead Redemption im ersten Teil. Das ist so krass, wie das Spiel das aber auch gemacht hat. Man kehrt zurück zu seiner Familie, dann hat man so eine schöne Zeit auf der Farm mit Vater, Sohn auf Jagd. Und man muss so wieder kleinere Aufgaben machen, um die Farm zum Laufen zu bekommen. Und dann auf einmal greift das FBI an. Und hier haben wir ein Fragezeichen. Es geht weiter. Mit dem Sohn, Jack Marston. Hello, young man. Hello, sir. You work with the government? You one of them agents? Sure, son. Why you ask? Did you work with a man named Edgar Ross? I have something for him. Edgar Ross? No, but well knew of him. A fine man if he wanted results. Won himself a chest full of medals. I think he went and retired about a year ago.
Last I heard, him and his wife moved out to a cabin on Lake Don Julio. Lucky guy, getting to take it easy. Beats fighting crime in this dump, that's for sure. Well, thank you for the information, mister. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was der gute Jack hier plant. Er ist auf der Jagd nach Agent Ross, der seinen Vater auf dem Gewissen hat. Ja, wir haben gerade erfahren, Agent Ross hat einen Arsch voll Medaillen bekommen, weil er halt die Bande ausgeschaltet hat. Okay, es ist hier. Don Julio. Hütte Don Julio. Ich weiß nicht, ob ich hier rumreiten kann oder hier. Da sollte ich mir vielleicht nochmal am besten einfach mal hier einen Wegpunkt setzen. Und dann mal gucken, ob ich hier eine Postkutsche finde. Wird auf jeden Fall schneller gehen, als da den ganzen Weg hinzureiten. Ja, Jack hat ja als Kind das Buch gelesen, wo der Sohn auch auf der Jagd war, um seinen Vater zu rächen. Und er hat sich das, glaube ich, ein bisschen zu Herzen genommen, oder? Wegpunkt. $21, ey. Da war ich echt billiger unterwegs, als ich damals noch nach Mexiko gereist bin, oder? Ja, Agent Ross hat sich ein schönes Leben gemacht, hat schön die Orden kassiert, weil er die ganze Bande ausgeschaltet hat. Obwohl keiner weiß, dass er Hilfe dabei hatte von John Marston. So, er hat sich mit Agent Ross hat sich zurückgezogen zu einer kleinen Hütte beim Lake Don Julio. Und da sind wir jetzt. Das Problem ist, dass jetzt Nacht ist. Ich hoffe, dass ich ihn da unten antreffen werde. Die Markierung ist dort schon zu sehen. Lake Don Julio. Die Hütte kennen wir auch. Hier hatten wir eine Schießerei. Aber jetzt hat sich wohl den Besitzer gewechselt. Und da sitzt jemand. Eine Dame. Excuse me, ma'am. Hello, young man. Hi. What are you doing out here? Are you out visiting the lake with your family? No, ma'am. I was looking to deliver a letter to Edgar Ross. Oh. That husband of mine, that bureau just won't get its talons out of him, even though he's retired. Edgar gave them some of the best years of his life. They ought to let him retire in peace. They'll not rest till they've killed him with worry, and he's such a sensitive man. I'm sorry, I shouldn't get so angry. I don't suppose any of this is your fault. There's no need to worry about him nowadays. Well, where is he? He and his brother Philip went hunting on the south side of the San Luis River. Be careful crossing over. They were saying it was dangerous. I sure will, ma'am. And don't worry about a thing. I'm sure your husband will be just fine. Ein Angelausflug hat er hergemacht. Er ist im Ruhestand schon. Jetzt natürlich die Frage, was macht der gute Jack, wenn er Agent Ross gefunden hat? Ist es nötig, ihn zu töten, um seine Rache zu kriegen? Ist es wirklich notwendig? Sollte er nicht vielleicht aus den Fehlern gelernt haben von seinem Vater und vielleicht ein besseres Leben einschlagen? Oder liegt es einfach in der Familie und er kann einfach nicht anders? Okay. Schauen wir mal, wie wir am besten rüberkommen. Ob der Wegpunkt so stimmt. Ob er uns so wirklich drüber setzen lässt. Es ist ja fast schon in Mexiko. Es ist drüben in Mexiko. Vorsicht, Kurve. Aber so wie es aussieht, möchte Jack Marston wohl Vergeltung, kann man Gerechtigkeit sagen? Es ist einfach nur Rache, oder? Denn auch
wenn er mitgeholfen hat, die Bande auszuschalten, war John Marston am Ende doch nur auch ein Verbrecher. Ein Mörder, Verbrecher. Als er mit Dutch unter einer Decke gesteckt hatte, in der Bande noch, und die schlimme Taten gemacht haben, das sollte man nicht vergessen. Es ist aber trotzdem krass, wie dieses Spiel einfach diese Geschichte so erzählt am Ende und dass der Hauptcharakter, den man die ganze Zeit gespielt hat, einfach dann so erschossen wird. Und die Szene, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, hat mich so... Ich wollte es gar nicht glauben, dass sowas am Ende von einem Spiel passieren kann. Es ist schon erstaunlich, dieses Spiel am Ende. Was die sich damals alles getraut haben, vor 7 Jahren, wie gesagt, als das Spiel neu rauskam. Das ist hier mit den Revolvern an der Mauer, das ist ein Bandenversteck. Das wollte ich jetzt nicht machen. Das hätte ich auch schon mit John Marston machen können. Es gibt ja verschiedene Bandenverstecke, die man einfach außen... Das ist einfach nur wilde Schießereien wieder. Ich werde mich jetzt hier nur um die Geschichte kümmern. Aber ansonsten, ihr habt bisher in diesem Spiel alle Quests gesehen, die es gibt. Alle fremden Personen, alle Quests, die ich abgeschlossen habe. Das komplette Spiel, 50 Folgen. Und jetzt fehlt nur noch das ganze Ende. Lange nicht hier gewesen in Plainview. Ah, dann weiß ich aber, dass da vorne die Brücke ist. Das ist gut, diese Doppelbrücke. Dann stimmt der Weg hier, also den ich eingeschlagen habe. Mit dem Hut hier macht der gute Jack aber eigentlich auch eine gute Figur, oder? Der passt zu ihm, der Hut auf jeden Fall, den er von seinem Vater behalten hatte. Er hat auch die komplette Ausrüstung, also das Lasso, alles hat er. Dass der Agent Ross aber immer noch lebt. Ich meine, der war ja schon ein alter Herr. Jetzt ist er in Ruhestand. So, und wir sind wieder in Mexiko. Und hier ist der Fluss auf jeden Fall. Ich bleibe auch hier dran am Fluss. Ich reite dann jetzt nicht den Umweg. Schauen wir mal, ob wir ihn noch hier bei Nacht antreffen werden. Da ist das Lager. Es sieht gut aus. Rio del Toro. Ich kann auch hier übernachten bis zum nächsten Morgen. Oder? Kann ich nicht. Wow, was war das denn? Was ist gerade passiert? Habe ich was verpasst? Da ist eine scheiß Schlange, die mich gebissen hat. Ah. Warte, ich habe doch ein Lager bei mir auf Tasche, ne? Oder? Ich würde gerne bis zum nächsten Morgen schlafen. Einfaches Camp. So. Okay, dann speichern wir hier einfach nochmal. Und warten, bis der nächste Tag anbricht. Sehr schön. Die Sonne geht auf, es ist früher Morgen. Haben wir auch mal nochmal so ein schönes Camp hier benutzt. Warte mal, wo ist denn jetzt... Schnellreise habe ich nicht gemacht. Wo ist das... Die Markierung. Beim Kreuz. Direkt da lang. Ich dachte eben, das wäre dichter dran gewesen, bevor ich schlafen gegangen bin. What brings you out this way? Hey there, mister. How's the hunting? Well, pretty good, son. Got me a few rabbits. Coyote, elk, still looking for some trophies for the parlor. I've got a letter here for Edgar Ross. You know him? I heard he was down in these parts with his wife. Yes, I know him. He's my brother. Gone down river, duck hunt. Must be a pretty important letter to have come all this way.
Oh, yes, sir. Real important. I'll be on my way home as soon as I deliver this message. You best be off, then. Just don't get on his bad side. He's got a filthy temper. Das glaube ich gerne. Und das wissen wir ja auch. Hoffentlich hält er nicht wieder einen von unseren... von seinen Reden, weißt du? Er ist am Fluss hier unten, weiter hier. Die Quest heißt, denk an meine Familie. Er ist da vorne Enten jagen, der gute Herr. Im Ruhestand möchte er noch Enten jagen. Hau ab, du blöder Kojote. Wehe, du beißt mich. Es war doch eigentlich nicht so weit, oder? Ich dachte eigentlich, ich laufe zu Fuß hin. Hätte ich vielleicht doch lieber reiten müssen. Hier im guten alten Mexiko. Frag mal, was mit dem Land passiert ist nach der ganzen Zeit, die jetzt schon vergangen ist. So, da vorne haben wir es. Da fliegen auch Enten rum. Wir gehen durchs Gebüsch. Wir sehen den guten Agent Ross da vorne. Mit einem Gewehr in der Hand. Excuse me. You Edgar Ross? Do I know you? Forgive me for startling you, sir. I have a message for you. My name is Jack Marston. You knew my father. I see. I remember your father. I've come for you, Ross. And you, boy, have sure shit found me. You killed my father. Your father killed himself with the life he lived. You killed him. I saw you. You keep saying that. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. And I'll shoot you like one too, you little piece of trash. Now get out of here before I kill you as well. I ain't going nowhere, old man. Ein Duell zwischen Jack Marston und Edgar Ross. Hier unten am Fluss. Zieht er genauso schnell wie sein Vater? Wünschenswert wäre es. Wenigstens hat er uns diesmal keine lange Rede gehalten. Denkt an seine Familie. Er hat seine Rache erhalten. Red Dead Redemption. Das war's, Leute. 50 Folgen Red Dead Redemption hier noch auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat's gefallen, das Spiel. Mit einem, sag ich mal, für ein Computerspiel ein besonderes Ende, würde ich jetzt mal sagen, oder? Wann hat man dann mal so ein Ende, dass man die ganze Zeit mit so einem Charakter unterwegs ist und er am Ende stirbt? Das war einzigartig damals, als es rausgekommen ist. Und ich finde, es ist immer noch jetzt, auch 7 Jahre später, immer noch ein Spiel, was man spielen sollte. Es ist so spielenswert, es ist so sehenswert auch. Und ich wollte es unbedingt nochmal spielen, bevor der zweite Teil kommt. Auch um euch das Spiel zu zeigen, weil das ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter und nicht jeder hat es damals gespielt, nicht jeder kennt es und ich finde, man sollte diesen Teil gesehen haben, bevor man 2017 im Herbst mit dem zweiten Teil beginnt und deswegen war es meine Idee, das unbedingt nochmal zu zeigen, damit es das als komplettes Let's Play auf meinem Kanal gibt, denn das ist ein Spiel, das sollte einfach auf einem Let's Play-Kanal, sollte so ein Spiel wie Red Dead Redemption nicht fehlen. Wie gesagt, es ist so viel besser als GTA. Es ist so viel besser von der Erzählweise, von den Charakteren her, von wie sie sich alle unterhalten, von der Stimmung her. Die Stimmung ist so super in dem Spiel. Und ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben, die dieses Spiel auf meinem Kanal verfolgt haben.
Und wenn ihr Lust habt, Leute, dann schaltet doch auch bei weiteren Projekten ein und ganz besonders schaltet im Herbst ein, wenn es weitergeht mit Red Dead Redemption 2, denn ich werde es auf jeden Fall spielen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.